Vor langer Zeit, mitten im Ozean. In einer sternenlosen Nacht treibt ein Schiff dahin. Die Besatzung schläft. Nur ein Bullauge war erleuchtet. Dort lagen drei Freunde wach in ihren Kojen. Sie musizierten natürlich. Als ein leichter Wind ein seltsames Geräusch zu ihnen trug, hielten sie den Atem an, bis ein Donnergrollen aus der Ferne ertönte. Plötzlich tobte ein Sturm los, der das Schiff wie eine Nussschale kentern ließ. Getrennt, aber am Leben, wachte jeder der drei Freunde treibend auf dem Ozean auf. Der Sonnenaufgang beleuchtete nicht nur Wrackteile, sondern diverses Treibgut. Erstaunlicherweise treibt da ein Klavier, Säcke mit Symbolen drauf, Kisten, Betten, lebende Pferde, ein Ausguck, Fässer, Kanonen, Möbel, das Steuerrad, Holzbretter, Seile, Kleidung, Kessel, Ratten, Werkzeug, ein Weihnachtsbaum, viel Essen, unter anderem eine Ananas und noch viel mehr. Alles, was halt so ein Schiff geladen hat. Um die Gegenstände war das türkisene, warme Wasser verhüllt von Teppichen und Stoffen. Am Himmel kreisten Vögel. Aber kein Besatzungsmitglied weit und breit. Verloren und erledigt? Nein, am Horizont erschien eine einsame Insel. Gestrandet! Marie wacht mutterseelenallein im Meer auf. Sie setzt sich auf das Klavier. Was ist passiert? Wo bin ich? Wo sind die anderen? Wo ist bloß meine Geige? Ich brauche eine neue Geige. Und sieht sich nach Teilen für ihre neue Geige um. Hier schwimmen ganz schön viele Teile rum. Vielleicht finde ich da etwas für meine neue Geige. Ja, stimmt. Dieser Ananas da hinten kann der Körper für die Geige sein. Und der Bogen? Den braucht man ja auch zum Spielen. Ah, das Pferd kann ich fragen, ob ich ein paar Haare für den Bogen bekomme. Aber wo nehme ich die Saiten her? Ah, ich weiß. Ich nehme sie aus dem Klavier. Da sitze ich ja schon drauf. Marie baut sie zusammen. Dann spielt sie auf ihrer improvisierten Geige. Mitten in ihrem Lied taucht ein Hai auf. Er singt. Donuts sind der Hit, mit Bananasplit, so lecker krossig braun. Auf den Teller hauen, es gibt sie auch glasiert. Oder auch frittiert, mit Erdbeer und Banane und einer Tube Sahne. So lecker dick und rund und auch kunterbunt, esst sie alle mit. Donuts sind der Hit! Ah! Hilfe! Ein Hai! Rettet mich! Hilfe! Der Hai schaut Marie verwundert an. Du brauchst doch nicht schreien. Ich esse doch nur Donuts. Und außerdem auch keine Musiker. Wollen wir nicht zusammen Musik machen? Donuts sind der Hit! Mit Bananasplit! So lecker, krossig, braun! Wind kommt auf. Plötzlich finden sie sich beide am Strand der Insel wieder. In diesem Moment ist ihr Lied zu Ende. Ich muss mich erstmal setzen. Der Hai setzt sich. Schreit der Hai. Er hat sich auf einen Seeigel gesetzt. Einer der drei Freunde war ein kleiner Affe. Er hieß Lee Fred. Er fiel ins Wasser. Das Wasser war sehr warm. Er schwamm zwischen lauter Gerümpel. Er sah, dass er eine Schwimmweste anhatte und zog an der Schnur. Zwischen dem anderen Gerümpel sah er auch einen Rettungsring.
Er band sich ein Brett auf den Rettungsring, damit er auch sitzen konnte. Er baute sich eine Angel, um Fische zu fangen. Nachmittags hatte er immer noch nichts gefangen. Die Insel da hinten, da gibt's vielleicht Bananen. Der Affe lief Fred, schwamm zur Insel und knallte mit voller Wucht gegen einen Kokosnussbaum. Er guckte nach oben. Da kam eine Kokosnuss und sie fiel auf ihn drauf. Ein Barbar kam des Wegs und fand den Affen bewusstlos. Er dachte, ich hab noch nichts gegessen und nahm ihn mit. Liefred wachte langsam auf. Er war auf dem Arm eines Barbaren. Der Barbar glaubte ihm anfangs nicht. Aber dann sagte Liefred: Lass mich gehen, ich schmecke überhaupt nicht lecker. Probier mal eine Banane. Er probierte sie und merkte, dass Bananen leckerer schmecken als Mensch und Affe. Der Barbar ist fassungslos vor Glück. Zum Dank knutschte er mit dicken Lippen dem Affen ins Gesicht. Bananenreste verklebten dem Affen das Gesicht. Aus Dankbarkeit baute er Liefred ein Haus. Er setzte Fels auf Fels und Holz auf Holz und pfiff dabei ein Liedchen. Liefred saß vergnügt im Gras und schnitzte an seiner Kokosnuss. Post, schnitzte er am Schluss in die Schale der Kokosnuss. So wurde Liefred der Erfinder des Briefkastens. Deshalb heißt die Insel seit dem Tag Postinsel. Als man dachte, die Geschichte ist schon vorbei und der Affe den Briefkasten aufhängen will, hört er den Hai in der Ferne schreien und rennt zu ihm. Freunde treffen sich wieder. Hans ging drunter zu einer leeren Unterwasserstadt. Eine Meerjungfrau findet ihn. Sie gründen eine Familie. Sie bringen die Stadt wieder zum Leuchten. Ihm wird nach einiger Zeit wieder langweilig und er vermisst seine Freunde. Er macht einen Spaziergang zur Insel und findet seine Freunde, die schon mit einem Dorf genauso weit geworden sind wie er mit der Stadt. Leider können sie sie nicht sehen, denn sie können unter Wasser nicht atmen. Kolumbus kommt vorbei und bringt Kartoffeln mit. Ahoi, ihr Landratten! Er sagt zu seinen Freunden: Es war mal wieder schön mit euch, aber meine Frau ruft und ich nehme noch Kartoffeln mit nach Hause. Tschüss, Hans, bis bald! Donuts sind der Hit mit Bananensplit. So lecker, kostig, braun, auf den Teller hauen. Es gibt sie auch glasiert oder auch frittiert. Mit Erdbeer und Banane und einer Tube Sahne. So lecker, dick und rund und auch kunterbunt. Ess sie alle mit, Donuts sind der Hit. Welchen Satz ruft wir jetzt? Wie Pudding!